Oh fuck, hier war ich noch nicht. Shit. Wow, 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 wow. Hallo. Fuck, 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 fuck. Du willst mich mal verarschen, du bist viel. Ich gehe in die falsche verdammte Tür rein. Es ist doch nicht zu fassen. Gut. Ach ja, hier war ich schon. Bla bla bla. Und da steht das blitzige Vieh vor mir. Was willst du denn? Man hätte jetzt schon wieder drei kurze trinken können, ja, wahrscheinlich. Das Büro. Wenn du das Spiel holen willst, Andris, wäre cool, wenn du das über meinen Riffling machen kannst. Entweder bei Amazon oder bei Instant Gaming, dann kriege ich noch ein paar Prozente. Das, der Preis ändert sich dafür nicht bei dir, aber ich bekomme halt dann als Werbekosten, also als Werbebelohnung, ein bisschen ein paar Prozente bei dem Kauf. Natürlich, wenn du es halt über diese zwei Plattformen machen willst, wenn du es über die irgendwelche anderen Plattformen machen willst, dann kannst du es natürlich auch gerne tun, kein Problem. Aber ja, das wäre cool, wenn du das da machst. Dann kannst du mich ein bisschen supporten. Ohne dass du jetzt irgendwie donaten müsstest oder sowas. Habe ich jetzt seit neuestem erst angemeldet. Mache ich jetzt eigentlich auch immer unter jedem aktuellen Spiel, was ich zocke, wenn es da erhältlich ist, dass ich es da verlinke. So, ich kann den Mainlift benutzen. Cool. Will ich das? Wollte ich das? Eigentlich wollte ich doch in den Besprechungsraum zurück. Die Corporate Konseko schickt zu, ja. So, vielleicht ging es ja jetzt hin, in die richtige Tür zu laufen. Ich bin von hier gekommen, ne? Ja. Jetzt weiß ich wieder, wo ich hin muss. Hier wollte ich rein. Bin ich nach unten gefahren? Ne, hier oben war ich, ne? Ja, hier oben war ich. Ist natürlich lustig, dass der fetteste Boss hier in der Kommandozentrale rumhängt, ne? Auch hierfür haben wir keinen Code, aber es ist nur ein Level 1 Schloss.
ich hätte auch einen kurzen Weg nehmen können. Cool. Zwei Neuromods. Kann ich jetzt... Was habe ich denn hier alles freigeschalten mittlerweile? Thermalbombe. Du erzeugst eine Falle aus superheißem Plasma, die innerhalb von 3,5 Metern bis zu 75 Feuerschaden verursacht. Was kann ich bis jetzt machen? Kinetische Explosionen. Hatte ich die hier nicht freigeschalten? Die wollte ich, ne? Ja, 3 oder 5 Mods. Warum kann ich die eigentlich nicht machen? Warum kann ich die nicht auslösen? Ich habe doch 4 Neuromods. Du regenerierst sofort bis zu 10 Gesundheit, so wenn du Schaden erleidest. Das ist lustig. Du bewegst dich blitzschnell bis zu 6 Meter weiter und hinterlässt einen Doppelgänger. Ja, das hatte ich ja schon. Was hatte ich hier? Führst den direkten psychischen Angriff gegen biologische Ziele aus. Verursachst 45 Schaden. Das ist nicht neu, das ist nicht neu. Warum kann ich das aber nicht skillen, frage ich mich. Das hier oben zumindest. Das ist gelockt. Warum? Mir fehlt noch genau ein scheiß Neuromod. Oh, Gamecastle sagt mir gar nichts. Na gut, man muss auch, glaube ich, nicht alle Sachen kennen, die es so gibt. Alle Keyseller. Na Mensch, nochmal ein Bolzenteil. Nein, das wollte ich nicht, das wollte ich haben. So, jetzt habe ich ja alles abgegrast, was ich hier abgrasen konnte, ne? Dafür hat sich der Weg hier runter dann nochmal gelohnt. Nicht. So. Heute noch nach da oben, wenn ich schon mal hier bin. Ach, und meine Rüstung kann ich mir gleich nochmal auffüllen lassen, ne? Wo ich schon mal hier bin. Wo ich das Vieh hier gerade rumfliegen habe sehen. Inspektion läuft. Ihr Anzug ist etwas mitgenommen. Ich repariere das. Reparatur abgeschlossen. Ach so, du kaufst die Spiele dir immer in einem direkten Laden. Das ist natürlich auch entspannt. Machen die wenigstens noch heutzutage. Weil jetzt online ja alles fixer geht. Und meistens günstiger ist. Die Captain's Loft! Ja, hallo? Das Problem, wenn man sich immer zu sicher fühlt, ne? Das cool ist. Ein Spannungsfernseher hier, oder was? So, jetzt haben wir genug Neuromods. Theoretisch. Shuttle im Landeanflug, Anlage Seattle. In 5 Minuten. Thank you.
Entscheide über das Schicksal des Shuttles. Ich hasse sowas. Einfach weggehen und es vergessen. La la la. Warum ist gar nicht die Umgebung mit meinem Scheiß, wenn ihr trotzdem immer noch irgendwo ein Limik rumhängt? Alter. Oh. Alter, mein Headset knatscht, wenn ich das spiele. Oh, hallo. Tja, Leute, was soll ich machen? Soll ich das Shuttle sprengen oder soll ich es hinfliegen lassen? Was meint er? Sprengen, natürlich, Leo. Du bist wieder für Sprengen. Können doch nicht immer alle Leute töten. Allerdings, wenn sie wirklich Mimics auf die Erde... Gut, ich hab's mal gesprengt. Ja, safety first. 5 Leute sind nicht unbedingt es wert, die ganze Erde untergehen zu lassen. Ach, ich habe aber wenig Nebenmissionen. Hallo. Oh, Gottes Willen. So, bevor ich zu spät ist, wollte ich Ihnen Bescheid geben, dass der Shuttle Advent direkt vor dem ersten Alarm gestartet ist. Es hat die Standardinspektion durchlaufen, aber es war noch bevor wir wussten, wonach wir ausschalten müssen. Wenn Sie mit diesem Ding an Bord in Seattle landen, ich habe die Sprengladung auf der Advent aktiviert. Bei Verlust von Atmosphäre oder Schwerkraft und in kritischen Notfällen begeben Sie sich bitte zum nächsten Sammelpunkt. Sie können von der Brücke aus gezündet werden. Das ist Ihre Entscheidung, Captain. Sie werden bald landen und falls es Ihre Entscheidung erleichtert, die Besatzung weiß nicht, dass die Ladungen aktiviert sind. Ja. Captain Mark, sind Sie da? Ihr Transcribe ist offline. Ich kann Sie nicht erreichen, aber ich weiß, dass Sie die Talos nicht verlassen würden, solange noch Mannschaftsmitglieder an Bord sind. Vielleicht hoffe ich zu viel, aber melden Sie sich bitte, wenn Sie diese Nachricht erhalten. Ich bin nur im Moment mit einer Handvoll Überlebenden im Frachtraum. Joa, da wollten wir sowieso hin, ne? Lautsprechersystem. Stationsweite Ankündigungen werden vorab aufgezeichnet und regelmäßig in festgelegten Intervallen abgespielt. Kann man natürlich nichts machen. Schön. Schön, dass es nicht funktioniert. Danke, danke. Habe ich hier irgendwas übersehen? Ich übersehe doch immer bei solchen Spielen alles Mögliche. Egal. Hallo, Combo. Willkommen, willkommen bei Prey. Wo pray ich denn jetzt hin? Hä? Hier ist eine Sicherheitsstation? Hier oder was? Habe ich irgendwas verpasst? Oder ist die hinter der Wand? Wahrscheinlich meinen die damit das Telefon. Wo will ich denn hin? Ach so, wenn ich jetzt hier runtergehe. Wo war denn der blöde Aufzug? Der Computer war die Sicherheitsstation, okay. Oh, was? Warum ist denn hier schon wieder einer? Die. Ach, ich war seitdem ja nicht mehr. Ich bin ja drauf gegangen, dann war ich nicht mehr hier unten, ne? Hahaha, Daniel, du bist ja wieder ein lustiger Typ heute. Toll, einer ist jetzt da runtergekugelt, muss sein.
Die haben es wohl nicht mehr in die Evakuierung geschafft. Ein neuer Chipsatz. Ich habe leider keinen Platz mehr, ne? Ha, ha, ha. Habe ich nicht. Verstärkt den Schaden durch Thermalbombe. Habe ich Thermalbombe überhaupt? Nee. Gut, dann brauche ich das erstmal nicht. Ich würde gerne abheben, ne? Kann ich das? Ich speichere mal und probier's mal. Diese Fluchtkapsel weist derzeit eine Fehlfunktion auf. Techniker benachrichtigt. Bitte verwenden Sie eine andere. Weil hier irgendeine funktionieren wird. Ja, ich hätte mir auch gedacht, hier so, ich versuche reinzusteigen, tot. Wenn da mal nichts drin ist. Ich will hier weg. Diese Fluchtkapsel weist derzeit eine Fehlfunktion doch alle am Po, ey. Techniker benachrichtigt. Bitte verwenden Sie eine andere. Sie kommen hier auf keinen Fall raus. Niemals, nicht und nimmer mehr. Irgendwo ist hier noch was drin. Ich weiß es. Wenn es so ein mistiges Tricksvieh ist, was mich angreift. So ein Phantom. Hallo. Ich bin Phantom. So, wenn ich jetzt hier runtergehe, komme ich wieder hoch. Ach klar, im Zweifel kommt man immer irgendwie hoch. War jetzt, glaube ich, nicht der cleverste Schritt, den ich gemacht habe. Weil hier ist echt nichts. Okay, das Medkit hatte ich also auch noch nicht. Ja, super. Dann wieder hoch. Ja, ja, die letzte wird genau hundertprozentig funktioniert die. Natürlich, natürlich. Sicher, Dicker. Genauso wie bei Far Cry, ne? Far Cry 4. Am Anfang warten 20 Minuten und dann automatisch die Quest abschließen. Und das gesamte Spiel beenden. Theoretisch müsste ich jetzt noch mal irgendwie da hoch. Da komme ich ja aber noch nicht hoch. Die Datenzentrale brauche ich auch nicht, weil da fehlen mir die Stimmenmodulatoren. Do not enter. Speichern, enter. Wie man da einfach, wenn man höchsten Hackerskill hat, einfach hochschießen kann. Cooles Ding. Oh, wieder irgendwie ein Zyklus-Dingens, irgendwas. Ein riesiger Wälzer. Oh, was haben wir hier noch? Stimmt, wir hatten uns ja hier ordentlich gematcht. Ganz vergessen, den Scheiß hier einzusammeln. Finden wir hier noch irgendwas abseits der Wege? Looking Glass zum Beispiel. Und eine Waffe. Dann können wir es irgendwie aktivieren. Nein, können wir nicht. Lesen. Geschütze von Catherine New. Schön. Eine Bank, die irgendwo nirgendwo steht. Oh, jetzt auch noch eine Leiche, gar nicht gesehen. Achso, da steht's ja auch. Looking Glass, Relaxing Area. Ich glaube, wir sind mittlerweile alle ziemlich relaxed. Vor allen Dingen, eine Bank ist eine Relaxing Area. Was ist mit euch los? Hier bin ich vorhin durchgefallen. Einfach so.
Ja, gut. Hier habe ich auch noch kein Dingens. Ein Hackerskill habe ich auch nicht. Komme ich also nicht rein? Komme ich da irgendwie hoch? Wahrscheinlich auch nicht. Oh, ach so, hier war ich schon. Wegen eines Termins? Nein, eigentlich geht es mir nicht so gut, aber. Habe ich jetzt eigentlich mittlerweile die mistige Schlüsselkarte gefunden? Ich glaube nicht. Verzeihung. Oh, doch. Haha.